Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost of a Tale. Ich habe es jetzt lange nicht gespielt, aber ich habe gerade schon mal nachgeguckt. Wir müssen zurück zu Silas. Ihr könnt euch ja die letzte Folge nochmal angucken. Ich habe es jetzt nicht getan. So. Ich habe deinen Ring gefunden. Moment, ich muss... Ja, ist egal. So, dein Fernglas. Ich versuche es immer noch zurückzubekommen. Ich würde mal sagen, das mit dem Ring. Okay. Wieso hast du etwa nicht an mich geglaubt? Ehrlich gesagt, nein. Super Typ. Aber ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Danke, Thilo. Das ist mein Ernst. So, hast du Neuigkeiten aus Juva? Ich habe die Leiche einer Maus beim Schatz gefunden. Machen wir das. So, okay. Oh nein, immer bitten die mich um Gefallen. So, gibt es zwei Gefangene? Ja, genau. Gust und Fatale. Natürlich hast du sie bereits kennengelernt. Einen weiteren Silberring? Nicht viel kleiner als dieser hier. Oh Mann. Ja, so schlimm sind die eigentlich auch nicht. Ja, super. Jetzt muss ich ihm das zurückbringen. Toll. Dann gehen wir am besten mal direkt zu Gusto und Fatale. Ja, nochmal sprinten. So. So war übrigens sprinten. Gehen wir mal dahin und fragen einfach mal ganz freundlich nach dem Ring. Hallo, guten Abend, liebe Zuschauer. Wir spielen Ghost of a Tale und nehmen hier ein kleines Live-Let's Play auf. Das mit den Bienen hatte ich fertig, ne? Ja, super. Das ist ja schon mal gut. Kürzester Weg. Schätze hier lang, genau. Die Rüstung, ne? Ist so unfassbar. Ist so unfassbar lahmarschig mit der Rüstung. Okay. Da hinten sind Gusto und Fatale. Sag mal, ist das normal, dass dir die Maus immer dezentriert beim Laufen? War das schon immer so? Okay. Ach ja, die pennen ja. Ach nee. Na super. Immer komme ich hier bei Nacht hin. Schnellstmöglichkeit für ein Bett. Tja, mir fällt im Moment nur ein Bett ein. Das ist oben. Natürlich jetzt ein bisschen ätzend. Boah, wo kann denn noch... Ich glaube, schnellere Möglichkeit für ein Bett gibt es. Ah, doch, hier. Genau, hier um die Ecke ist eins. Hier um die Ecke ist eins. Genau. Sagen wir mal, um 10 wird der wohl wach sein, oder? Ich denke schon. So, zurück. Zurück durchs Tor. Und dann mal mit Gusto sprechen. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ich muss hier tatsächlich zwei Dinge zurückholen. Zum einen das Fernglas, zum anderen den Ring.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das mit dem Fernglas. Habe ich das dem geklaut und denen gegeben? Ja, irgendwie sowas, ne? So. Warum? Okay. Okay, aber ich will das Fernglas. Habe ich das jetzt wiederbekommen? Nein. Ach, das ist ja witzig. Bitte, ich brauche den Ring. Es ist wichtig. Kann ich wirklich nicht versprechen. Oh, jetzt kommt sie da. Ja, das Lied ist fertig. Fuck, noch eins. Ich weiß das immer nicht. Genau, der Reigen der Räuber war das doch, oder? Das Spitzgesicht, das uns eingebuchtet hat. Er hat uns den Ring abgenommen. Gehört zur Tagesschicht, hängt nachts oft in der Kantine rum. Berüchtigter Spieler. Okay. Okay. Im Spiel gewinnen? Genau, Krabbenstallung. Muss ich noch irgendwie so eine Flöte besorgen? So. Er gehört zur Tagesschicht und nachts hängt er in der Kantine rum. Das ist er aber nicht. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt... Wir laufen so viele Ratten rum. Wer soll das sein, ey? Ich weiß gar nicht mehr, wo die Kantine war, wenn ich ehrlich bin. Da war doch hier die alte Maus. Die Mäuse. Ja, die Maus eigentlich. Die Köchin. Aber Gottverdammt, wo war das? Das ist die Wache des Kommandanten. Nee, ist es auch nicht. Wo war denn noch gleich die Küche, Freunde? Das gibt's ja nicht. Nee, da war es auch nicht. Ach, ich hab... Ja, doch. Doch, doch. Jetzt. Hier irgendwo war das. Da ging es dann so eine Treppe hoch. Ja. Grob. Grob habe ich eine Ahnung, wo ich hin muss. War das... Die Treppe war das. Genau.
Muss der da sein? Was spielen wir? Okay. Okay. Erklär mir nochmal die Regeln. Okay, also wir werfen einen Würfel zweimal. Das Ergebnis ist hoch, wenn die Summe 8, 9, 10, 11 oder 12 ergibt. Also über 8 inklusive 8. Niedrig, wenn die Summe 2, 3, 4 oder 5. Okay. Und 7. Wenn die Summe 7 ergibt, vor dem ersten Würfel sagst du 1 dieser drei Ergebnisse an. Ah, okay, verstehe. Okay. Ja, machen wir mal. Hoch, niedrig oder 7? Ich sag mal hoch. Ja. Toll. Achso. Achso, mein Würfel einzeln, okay. Ah, fuck. Ich hätte 7 sagen sollen. Du lieber Himmel. Komm, alles oder nichts. 3. 4. Oh, was ein Zufall, ne? Zweimal gewürfelt. 7. Du hast gewonnen. Bellalare. Nö, ich gehe jetzt mal. Ich habe ja, was ich wollte. Okay. Dann kommen wir zurück zu Silas Eiern. Das ist schön. Es geht voran. Das gefällt mir gut. Jetzt habe ich schon vergessen, auf die Uhr zu gucken. Falls das hier irgendjemand mal bei OBS sehen sollte, es wäre voll gut, wenn ihr die Aufnahmezeit separat einblenden würdet. Falls man nämlich Let's Plays aufnimmt, während man streamt. Das wäre voll gut. Mal gucken, ob ich mir nicht ein Plugin coden kann dafür. Weil das ist echt cool. So. Nee, warte mal. Falsche Richtung. Boah, das ist so ein Irrgarten. Dieses ganze Gelände hier. So, hier runter. Und ab ins Körbchen. Jawohl, muss man gerade was trinken. Oh nein, 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 was habe ich getan? Okay, fahren wir halt nochmal runter. Genießen die Aussicht. Und wieder hoch. Das kann ich nachher schneiden. Ist nie passiert. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was Silas dazu sagt. Nein.
Okay, wir müssen unbedingt in den Hafen. Okay. Ja gut, das war's dann mit Silas, so wie es aussieht. Ich würde sagen, wir nehmen uns den Gefangenentransport vor, oder? Was mit so dem Pfad zum Wahrturm folgen. Mysteriös, mysteriös. Ja, schnellster Weg, schnellster Weg. War das hier der Weg in die Waffenkammer? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, ne? Ja. Wo ging's denn da jetzt nochmal hin? Ging es da jetzt Richtung Hafen? Ach, das ist der Nordhang. Gott. Ach, da habe ich die andere Biene gefunden. Ich erinnere mich. So. Was ist das? Das müssen wir alles mitnehmen. So. Oh, noch ein Bienennest. Hä, ja, habe ich nie einen Stock in der Hand? Doch. Oh. Honig. Lecker Honig. So, was steht denn hier drauf? Ich will erstmal die Blätter wegbrennen. Geht gar nichts drauf hier, ne? Ach doch, hier. Tiol. Okay. Aua. Was haben wir hier? Was für viele Pilze gibt es hier? Nehmen wir mal alle mit. Vielleicht kriegen wir die eine Quest ja tatsächlich fertig. Das ist ein Fass. Da geht es nochmal hoch zu einem anderen Obelisken. Oh, was sind wir hier? Ach, guck. Wo sind wir hier? Ich habe gerade keinen blassen Schimmer, wo das hier sein soll. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich dachte, jetzt ist wieder so eine Abkürzung irgendwie. Ist es aber nicht. Oder doch? Gott verdammt, wo sind wir hier? Ich muss mal gerade. Geht ja gar nicht. So, wie habe ich das immer gemacht? Den hatte ich an, ja? Das. Das. Die will ich nicht anziehen. Gesicht.
das ist der Hafen. Perfekt. Okay, wenn das aber der Hafen ist, dann gucken wir eben einmal da oben nach dem Obelisken. Das interessiert mich nämlich. Und was futtern könnten wir auch. Boah, Honig geht ja voll ab. Ist voll gut, wenn wir Mera befreien könnten. Ist ja eigentlich Ziel des Ganzen hier, ne? Mera zu befreien. So, der Nordhang. Schauen wir uns immer hier noch um. Tut ja keinem weh. Hier ist noch so ein Ding. Sieht er, habe ich da noch was gefunden. So, wer ist das hier? Okay. Rennen wir den auch mal frei. Okay. So, schauen wir uns eben noch einmal hier um. Was haben wir da? Pilze, auf jeden Fall. Noch ein Pilz. Noch zwei. Noch einer. So, von den einen habe ich jetzt alle, so wie es aussieht. Wir können einmal gerade speichern hier. Sehr schön. Jetzt geht es hier auch noch irgendwo hin. Super. Oh, hier ist auch noch so ein Ding. Silderat. So, hier sind wir hergekommen, oder? Ja, genau. Ich glaube, hier bin ich eben runtergesprungen. Ein Pilz vergessen. Guck an. Gut, dass ich nochmal zurückgelaufen bin. Da ist ja noch einer. Noch einer. Unfassbar. So. Gut. Genau, ich bin dann da runtergesprungen. Noch ein Pilz. Davon scheine ich genug zu haben. So. Da war ich in der Ecke. Jetzt war da eine Tür und hier ging es weiter nach unten. Oh Mann, ey. Warum? Achso, hier geht's. Na doch, hier geht's wohl nach unten. Verdammt, noch eins. Was sind wir denn jetzt? Hä? Total verrückt. Wo geht's denn hier jetzt hin? Das ist der Strand. Okay. Hatte ich nicht am Strand auch irgendeine Quest? Mal gerade gucken. Begib dich zu. Okay, finde Mera, klar. Finde Katzenzahn. Ja, da war ich ja noch. Ja, okay. Okay. Finde einen Bart. Ja. Ja. Okay. Hier, suche die Flöte. Krabbenstallung unten im Hafen. Okay, das haben wir. Ach verdammt, wir hätten fatal beim Einschlafen noch helfen sollen. Aber ist egal, das können wir noch machen. So, triff den Schmied auf den Klippen am Strand. Das ist das doch, oder? Genau. Schauen wir mal, ob wir ihn finden hier. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich ihn hier treffen wollte. Oh, schöne Musik. Musik, Musik, Musik.
So. Eine Kiste. Und die ist sogar offen. Guck an, das ist der Gürtel. Ach nein. Super. Jetzt fehlt mir der ganze Rest noch. Ohne Karte. Ah, eine Strandkarte. So, aber der Schmied soll hier irgendwo rumhängen. Da muss ich doch aber auch irgendwie legal hinkommen da unten. Ohne jetzt hier runter zu springen. Aha, okay. Oh Gott, das ist alles noch groß, ne? Ja nicht. Ja, bin ich hierher gekommen? Nö. Gott, wo soll denn hier der Schmied sein? Oh, eine Rose. Na super. Trifft den Schmied am Strand. Strand ist voll riesig. Ah, jetzt gehe ich wieder zurück. Hier bin ich hergekommen. Das war ein Scherz. Da geht es anscheinend wieder hoch. Da? Da bin ich doch aber gerade rausgekommen hier, oder? Oder auch nicht? Jetzt bin ich im Hafen. Oh, Ratte. Tja, ich würde gerne einen Schmied finden, ne? Sand im Pelz. Habe ich gerade eine Errungenschaft bekommen. So. Da geht es schon mal nicht weiter nach. So, jetzt kann ich hier rechts laufen. Okay. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier wäre jetzt halt so ein guter Punkt, um den Schmied zu treffen, eigentlich. Oh, da liegt ein Schiff. Hier liegt eine Ratte. Kann ich nichts looten an der Ratte? Oh, noch ein Goldklumpen. Wie auch immer ich die benötige. Eine Muschel. Noch ein Rattenskelett. Gott, wie groß ist der Strand, bitte? Das ist ja furchtbar.
ich mich frage, der Schmied, der hämmert ja tagsüber. Müssen wir vielleicht warten, bis es dunkel ist? Ich meine, es wird gerade dunkel. Ah, wartet mal, ich habe doch noch den roten Nebel. Hab ich ganz vergessen gehabt. Aber der zeigt mir auch nichts auf der Karte an. Ne? Oh, Brisanz. Das stelle ich mal wieder ab. Muss man hier noch was in die Luft jagen? Ja, danach aus. Ja. Ich glaube, ich muss die Folge beenden, Freunde. Und ja, wir sind am Hafen. Wir sind auch am Strand. Also gerade sind wir am Strand. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Ghost of a Tale. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir doch mal ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.